Hallihallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video. Heute mal keine Leute hinter mir, das heißt, ich kann super entspannt ein Intro machen. Also mir ist es immer noch so ein bisschen komisch vor anderen. Und letztes Mal standen halt am Trail Leute rum. Wir sind jetzt gerade am Expresso Trail. Der ist irgendwie nicht Espresso, sondern Expresso. Soll sehr cool sein, hat uns hier die Tage jemand empfohlen. Deswegen sind wir heute hier gleich als erstes hin und euch nehme ich natürlich mit. Viel Spaß! So ihr Lieben, ich bin echt gespannt. Ich hoffe ja, dass der ein bisschen offener ist. Also letzte Mal waren die Kurven schon sehr, sehr eng für mich. Da habe ich glaube ich auch viel gejammert im Video. Aber ja, bisher fängt es sehr, sehr gut an. Ein paar kleine Steine und kleine Drops. Ja, der ist nice, ey. Ich hätte glaube ich noch ein bisschen mehr pedalieren müssen. Was ist hier? Steine. Aber geiler Trail, oder? Alter, das ist Hammer. Bisher ist echt der Traum. Ja, okay, da darf man nicht zu langsam sein, ey. Oh Mann, ist das ein guter Trail. Aber ich muss mich konzentrieren, ey. Alter. Ja. Ja, sorry, Leute, also den Trails hier. Geil. Oh, warte. Warte, Alter, ist das steil. Okay, im Trockenen vielleicht. Wenn du willst, guckst du dir das an, aber mir ist ein Ticken zu hart. Das ist geil hier. Hä? Ja, ja. Oha. Ja. Aber der andere war krasse. Ich weiß nicht, ich roll noch mal an. Ah, diese schräge Anfahrt zackt halt auch noch übelst. Oh nee, ich weiß nicht. Weißt, wenn man geradeaus drauf könnte, wäre es glaube ich entspannter. Ja, hier zu starten ist halt schon so kacke irgendwie. Ah, ist nur die Angst, ne? Puh, Achtung, vielleicht mache ich's. Mein Herz, ey. Übelst leicht eigentlich. Oh. Leicht. Übel leicht, aber übelst zittrig gerade. Sowas gibt es halt bei uns einfach nicht. Also das ist so ungewohnt, sowas zu fahren. So habe ich mir die North Shore vorgestellt. Also Seven Secret war cool, keine Frage. Aber da waren halt wenig von so Angstelementen, also wo man sich echt überwinden muss und so. Das hat man hier auf jeden Fall, nachdem ich schon sogar ein paar auslassen musste, ey. Aber sehr cool. Und sonst auch der restliche Trail ist echt chillig gebaut. Also hier kann man sogar noch abziehen teilweise. Das ist echt, echt ein Traum, ey. Also den werden wir wahrscheinlich noch ein paar Mal diesen Urlaub machen, weil der auch ganz angenehm ist zum Hochpedalieren. Also wir wohnen hier einigermaßen in der Nähe. Können so, Emanuel feiert gerade hart ab. Können hier so 10 Minuten also mit dem Bus hinfahren und dann ein bisschen hochpedalieren und ja, sind dann an dem Trail. Also was heißt ein bisschen hochpedalieren, das ist schon ein ordentlicher Anstieg. Ich glaube 4 Kilometer sind wir bergauf gefahren, aber dafür sind halt auch die Trails entsprechend lang, wie ihr gerade merkt. Oh, ist das geil hier! Und das krasse ist, es hat ohne Spaß die letzten 2 Tage durchgeregnet, Leute. Und trotzdem ist es halt übelst fahrbar hier. Ja, es sammelt sich auch gar nicht erst so. Also der Boden ist recht griffig und fahrbar. Und ach, herrlich. Das war knapp am Baum. Oh, ja, dadurch, dass die so lang sind, ey. Oh. Oh, ich muss kurz verschnaufen, ey, meine Arme. Krass. Wie sick ist der Trail, ey. Oh, den können wir noch ein paar Mal rocken. Ich glaube, ich habe mich gerade für den hier entschieden.
Also ich glaube, das ist so all in. Da sieht es aber auch so aus, als würde niemand fahren. Da könnte man unten lang fahren, das wäre eigentlich entspannt. Oder halt hier einfach. Oh. Oh. Ja, also falls ihr mal vorhabt, hierher zu kommen, bringt definitiv gute Kleidung mit. Also Emanuel hat sich noch so eine geile Raceface-Jacke geholt. Ich habe vom Decathlon eine mit 10.000 mm Wassersäule und so. Also es ist einfach unglaublich praktisch, wenn ihr trocken bleibt und ja, einfach Spaß am Fahren habt und nicht irgendwie hier mit nicht wasserdichten Jacken hochpedaliert und so. Das ist so geil, der macht so Bock. Oh, ich glaube, wir sind schon fast unten. Hier noch ein paar Pumptrack-Wellen eingebaut. Und zack, hier wieder hoch. Und oh, es ist so gut. Also bisher, glaube ich, mein Lieblingstrail von der Shore. Ich meine, Bobsled macht natürlich immer Bock, aber ist halt nicht so anspruchsvoll und so. Deswegen ist das hier echt sehr fein gerade. Der hat alles einfach. Vor allem hat er einen erschöpften Julian hier geschafft, ey. Bin echt ein bisschen K.O. mittlerweile. Also vom in den Knien stehen und bremsen und so und sich konzentrieren. War auf jeden Fall eine sehr geile erste Runde, Mann. Sick. Ohne Sturz. Ja, Aufwärmrunde. So, ihr Lieben, kurzes Intro. Wir sind jetzt bei Upper Olken, ein Double Black Diamond. Wir wollen uns den mal anschauen. Und das hier ist schon der Anfang. Hier ist ein fetter Baumstamm. Das ist ein ultra steiles Ding zum Runterfahren und ah, ich werde sterben. Mach mal das. Ach so, ich dachte, du willst es machen. Ich hätte es mich nicht getraut, aber du so, ja okay, dann machen wir das. Sagst du, Alter. Mein Herz. Junge, geht es steil runter. Ah, ihr seht den Emanuel. Ah ja, souverän ballert er da runter. Oh Mann, zwei Deutsche an der North Shore. Wow, Gott, ist das rutschig. Wow. Oh, ist der Trail krass. Leute. Ich hab hier echt zu kämpfen. Okay, einfach rollen lassen. Okay. Ey, du, das macht aber auf eine perverse Art und Weise, macht irgendwie Bock. Übel. Oh, hart. Ja. Ja, das Drauffahren geht aber. Oh. Wow, Leute, guckt euch an, wie steil das ist. Oh shit, alles okay? Ich habe mir gerade echt überlegt, das zu... Ist alles okay? Alles gut, ja. Okay. Ich habe mir gerade echt überlegt, das zu fahren, aber guckt euch das mal an. Das ist so rutschig, das Holz. Puh. Oh nee, ey. Ist das dünn hier? Oh, ich weiß nicht, Bro, Mann. Oh, Leute, es ist so scary. Was ist das? Ein Drop oder was? Gesehen. Hä? Übel.
Woohoo! Yeah, baby! Oh, Leute, es ist so eine Erleichterung, wirklich. Ich schreie nicht so drum, keine Ahnung, sondern euer Herz, wirklich. Falls ihr das kennt, ich kann gar nicht mehr reden, ey. Oh, mein Herz. Das spukt ja. Der sah machbar aus, ne? Nein? Wow. Ja, ja, wobei. Bro, ich hab ihn gemacht! Was? Doch, Mann! Drone High Five, Alter! Oh. So, Leute, Manuel war jetzt, glaube ich, ein bisschen geknickt von dem Oilcan Trail gerade, weil der halt nicht wirklich viel Farflow bot und ihm die Skinnies zu sketchy sind, um dass es Spaß macht und dann noch der Sturz und so. Deswegen haben wir uns jetzt entschieden, machen wir noch eine Runde gemütlich Espresso. Und ich habe ihn jetzt ein bisschen vorgelassen, seine Bremse quietscht nämlich fürchterlich. Und damit ihr das nicht alle paar Sekunden im Video hört, hat er jetzt ein bisschen Vorsprung und darf da rumquietschen. Ja, sehr cool. Wahrscheinlich wird das vielleicht sogar unser letzter Trail. Oder wir machen nochmal Bobsled. Jetzt müssen wir mal gucken. Oh, uiuiui, das war eng. Aber vielleicht nehme ich euch auf dem Bobsled nicht mehr mit, weil ihr den ja vor kurzem erst gesehen habt ein paar Mal. Also ich glaube, den hatten wir recht oft im Video, weil der einfach so Bock macht. Und ja, dann sind wir heute Morgen gefahren. Ich kann mich kaum noch erinnern, was hier so kam. Hui, das ist steil. Aber gut machbar. Und ja, allgemein der ganze Trail, also bis auf vielleicht so zwei, drei Sachen, ist der einfach super easy fahrbar. Und stand auch in der Beschreibung, ist fast eher ein blauer Trail als ein schwarzer, weil ja halt einfach nichts wirklich Böses ist. Und oh, vielleicht mal eine rutschige Wurzel, so wie gerade, aber insgesamt alles gut abrollbar und kurvenflowig und so. Ja, sagt noch hier, der ist so einfach. Und jetzt steht er hier. Full Commitment! Jawohl! Hier, man muss sich einfach immer nur ein bisschen trauen. Und den Fuß halt richtig aufs Pedal bekommen, das ist eigentlich echt tricky sonst. Oh Leute, das ist so geil. Die Stellen waren gerade echt cool. Mega viel Farflow. Und sehr einfach, ja. Also falls ihr an die North Shore mal kommt, ich würde euch zum Einfahren auf jeden Fall Bobsled empfehlen, einfach um warm zu werden auf dem Bike. Aber danach macht am besten den Espresso. Ich glaube, das ist der entspannteste Trail von der North Shore hier sonst. Also mittlerweile sind wir auch schon echt fast alles gefahren. Also so viel haben wir jetzt gar nicht mehr Neues hier zu entdecken. Ladies Only fehlt noch. Der ist so ein bisschen wie Oilcan, also mit Skinnies und ja übelst technischen Sachen und so. Deswegen mal sehen, ob wir den machen. Ist schon cool zu sehen, super interessant. Aber ja, ich glaube, mir fehlt da einfach so ein bisschen die Technik und die Skills und so dafür. Das hätte mir hier sogar doublen können. Krass. Ach, sau geil. Ja, ich glaube, hier hat Emanuel wieder Spaß dran gehabt an dem.
Die sind echt, also das ist echt geil hier. Servus. Wir sind, glaube ich, eh gleich unten. Manuel muss gerade irgendwie seinen Trigger richten. Und ja, oh shit, ich habe was ins Auge bekommen. Das ist natürlich doof, Leute. Es ist, oh, ah, fuck, ja, ich habe was im Auge. Hi there, sorry. You want us to go ahead? Yeah, you go ahead. Okay, sure. Ja, ich wollte gerade sagen, dass es hier so ekelhaft nass ist. Das. Wow, wo ging es denn hier runter? Ah, da, okay. Ich habe meine Leine von vorhin gefunden. Ja, das ist so feucht hier in der Luft, dass einfach meine Brille permanent beschlägt. Ich habe mir sogar extra noch eine neue Oakley gekauft und die beschlagen wirklich selten. Also ich habe es auch bei Bobsled und so gemerkt, der ein bisschen weiter unten liegt. Da geht's voll, aber jetzt an so schwülen Tagen kann selbst dieses Anti-Beschlagschutzmittel einfach nichts ausrichten. Ey. Das ist richtig krass. Also, ja, deswegen bin ich hier ohne Brille unterwegs und bei den langsamen Trails merkt man das auch nicht so, aber bei den schnellen hier ist natürlich, kriegt man doch eher mal was nach oben geschleudert. Hat sogar abgehoben hier. Hallo. Hey, how are you? Come on, guys. Oh, he's cute. Hi there. Hello. Oh, you're such a cutie. You're such a cute. Oh, you want to do? Oh. Yeah, you too. Thanks. So Leute, wir sind gerade unten am Expresso rausgekommen und wollten eigentlich den anderen Trail da weiter. Was ist das? Ist das ein Sprung? Nee, kann man rollen, okay. Aber da meinte einer hier, der Lower Expresso ist auch noch voll der geile Trail anscheinend. Und jetzt nehmen wir den halt mit und müssen danach einfach auf der Straße ein bisschen mehr pedalieren. Aber wow, geiler Sprung hier. Nochmal einer. Hi. Ja, da hat er nicht zu viel versprochen gerade. Aber ja, der ist nice. Sehr gut. Ja, der gefällt mir auch. Aber da vorne kommt irgendwas. Irgendwas, was man rollen kann. Sehr schön. Oh, hier brauche ich noch mehr Schwung, ey. Richtiger Table gerade. Leute, ich bin hier so im Glück. Das ist so geil. Und die Manuel ist auch echt ein guter Bike-Buddy. Also mittlerweile, glaube ich, fährt er sogar besser als ich. Also, das heißt sogar, ich glaube, er hat nach mir angefangen. Deswegen sogar. Aber ja, es ist halt voll entspannt, wenn man ungefähr auf dem gleichen Level ist. Mal der eine ein bisschen pusht, mal der andere. Oh. Kannst easy machen. So, unten sind wir. Hier geht zwar wieder noch irgendwie weiter mit Trails und so, aber wir müssen jetzt wahrscheinlich mal kurz auf die Karte schauen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann entweder wieder oben oder gleich im Outro. Mal sehen. Bis gleich, Leute. Ja, ihr Lieben, wir sind jetzt mittlerweile schon wieder zurück im Airbnb, wie ihr vielleicht seht im Hintergrund. Und ich bin schon geduscht. Ich habe noch eine Runde Bobsled gemacht, aber danach war echt Schicht im Schacht. Ich war gut K.O. Ich glaube 1000 Höhenmeter waren es heute wieder oder ein bisschen über 1000 Höhenmeter und ich weiß gar nicht, wie lange die Strecke war. Aber ja, ich bin auf jeden Fall gut K.O. Wir werden jetzt noch einkaufen gehen, kurz zum Supermarkt, irgendwie einen Apfel und ja, so Kleinigkeiten irgendwie holen und dann den Abend gemütlich ausklingen lassen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns dann beim nächsten sehen. Bis dahin, passt auf euch auf, Leute. Ride on. Ciao, ciao.